Osthessen hat mit den widrigen Auswirkungen des Winterwetters zu kämpfen. In der gesamten Region kommt es zu einer Zunahme von Verkehrsunfällen und umgestürzten Bäumen, die den Reiseverkehr behindern. Seit gestern Abend hat die Polizei Osthessen rund 40 Verkehrsunfälle registriert, die überwiegend auf glatte und gefährliche Straßenverhältnisse zurückzuführen sind. Glücklicherweise führten die meisten dieser Vorfälle zu Sachschaden, nur in einem Fall kam es zu leichten Verletzungen. All drei Bezirke der Region waren von umgestürzten Bäumen betroffen, die Straßen blockierten. Die